Rund 70.000 Israelis demonstrierten in Tel Aviv gegen das Verbot für Homosexuelle, durch eine Leihmutter ein Kind zur Welt zu bringen. Die für Israel ungewöhnlich hohe Zahl an Demonstranten erklärt sich dadurch, dass die Gewerkschaften sowie führende Unternehmen ihren Mitarbeitern dafür einen freien Tag gewährten. Susanne Knaul, Korrespondentin für Israel und die Palästinensergebiete der Tageszeitung Die Taz. Ich glaube, dass die schwul-lesbische Bewegung einen Vorteil hat, und zwar ist sie im Prinzip unpolitisch, jedenfalls was Außenpolitik angeht. Das macht es den Israelis viel leichter, sich zu solidarisieren. Sie müssen einfach zustimmen, nur dass auch Schwule das Recht auf Kinder haben. Immer dann, wenn es um die große Politik geht, das heißt um Zugeständnisse an die Palästinenser oder auch Zugeständnisse an die Palästinenser im eigenen Land, an die eigenen Staatsbürger, da ist es schwierig, eine große Öffentlichkeit zu mobilisieren. Die Protestkundgebung in Tel Aviv gegen das Nationalstaatsgesetz unter dem Motto Ja zur jüdisch-arabischen Gleichstellung wurde als eine Arabisch-Schulstunde gestaltet, als Zeichen gegen die Herabstufung der offiziellen arabischen Landessprache. Der israelische Dichter Mati Shemuelov, der die Petition gegen die beiden diskriminierenden Gesetze unterstützt, wuchs mit der arabischen Sprache auf. Seine Eltern stammen aus Syrien und dem Irak. Die arabische Sprache galt als offizielle Sprache neben dem Hebräischen. Aber in Wirklichkeit wird das oft übersehen. So sind zum Beispiel die Lautsprecheransagen der israelischen Bahn nicht auf Arabisch, sondern nur auf Hebräisch und Englisch. Die Bahn argumentierte, man wolle den Fahrgästen die Lärmbelästigung ersparen, womit Arabisch gemeint ist. Erst nach einer massiven Kampagne jüdisch-arabischer Organisationen wurde in den Bahnhöfen immerhin der Zeitplan auf Arabisch hinzugefügt. Der Initiator des Nationalstaatsgesetzes ist der Abgeordnete Avi Dichter, ehemaliger Geheimdienstchef. Der Likud-Politiker spricht fließend Arabisch, was er 2016 beim ersten Tag der arabischen Sprache im israelischen Parlament, damals ging es um die Stärkung der Sprache im Alltag, zum Vergnügen der arabischen Abgeordneten demonstrierte. Diese Sprachkenntnisse des nationalistischen Politikers überraschen Susanne Knaul wenig. Das ist ja bekannt, dass die Israelis das Arabisch nicht von zu Hause mitbekommen, dass die das beste Arabisch sprechen, beim Geheimdienst sind. Da ist die Sprachausbildung die beste. Stolz ist sie darauf, dass ihr 17-jähriger Sohn, der eine jüdische Schule absolviert, Arabisch als Hauptprüfungsfach im Abitur gewählt hat. Den Protestbrief gegen beide Gesetze initiierte der Dichter Ilan Scheinfeld, der eher als schwuler Aktivist bekannt ist und selbst alleinerziehender Vater von Zwillingen, die durch eine Leihmutter zur Welt kamen. Der in Berlin lebende Poet Mati Shemuelov hat den Brief auch unterschrieben. Das Nationalstaatsgesetz ist sehr problematisch, weil es die arabischen Israelis ignoriert, die 20% der Bevölkerung ausmachen. Von den Palästinensern unter der Besatzung und im Exil, die mit Israel seit 1948 verbunden sind, ganz zu schweigen. Ich bin dagegen, den Wert der Gleichberechtigung aus dem israelischen Ethos zu tilgen, so wie es zum Beispiel in der Unabhängigkeitserklärung steht. Darin heißt es, der Staat Israel wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Im neuen Gesetz hingegen fehlt jeder Hinweis auf die Gleichberechtigung. Die Frage, ob Buchautoren in der israelischen Politik etwas bewegen können, bewertet Susanne Knaul sehr skeptisch. Mit allem Respekt für Amos Oz und Rossmann, die ja schon seit Jahren gegen Besatzung und gegen Krieg und damit wirklich nicht viel erreicht haben. Ich glaube, was einen größeren Einfluss hinterlässt auf die Politiker, die jetzt zum Beispiel umdenken, das ist der Protest aus den Reihen der Betroffenen, nämlich der arabischen Israelis und vor allem der Israel-treuen Araber, der Drusen, die ja in die Armee gehen und sich solidarisieren und gute israelische Staatsbürger sind und die sich jetzt betrogen fühlen, völlig zu Recht. Ohne Literatur kann Israel überleben, vielleicht nicht ganz so gut wie heute, aber ohne Armee nicht. Immerhin eröffnete Eitan Kabel, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Parlaments, jede Sitzung mit dem Vorlesen eines israelischen Gedichts. Ende Juli
trug er auch ein Gedicht des politisch engagierten Poeten Mati Shemuelov vor. Als Dichter fantasiere ich und benutze die Kunst, um das Unmögliche möglich zu machen. Ich hoffe, dass eines Tages die Politiker diese kulturellen Erfindungen Realität werden lassen. Auch die Europäische Union war einst nur eine Fantasie. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.